Kapitel 12. Das Void. Außer mir konnte ich in diesem Raum kein anderes Pokémon entdecken, doch es standen Steinfiguren von verschiedensten Pokémon in einer Ecke des Raumes. Ich war etwas verwirrt, da ich ohne einen Wächter keine Prüfung bestreiten konnte, doch auf einmal öffnete sich ein rot-schwarzes Loch auf dem Boden und ein riesiges fliegendes Pokémon schoss heraus. Wer bist du und was suchst du an diesem Ort, Fremder? Ich suche den Wächter der Prüfung. Ich will den Splitter der dunklen Macht erkämpfen. Das Pokémon sagte erstmal gar nichts, sondern sah mich verwundert an. Auf einmal begann es sich über mich lustig zu machen. Du willst diese Prüfung bestreiten? Ist das ein Scherz? Dir muss doch selber klar sein, dass ein Pokémon wie du hier keine 2 Sekunden überlebt. Ich meine, siehst du nicht die Statuen dort drüben? Gewaldro, Entei und Glurak. Sie alle waren so viel mächtiger, als du es je sein wirst. Was haben denn deine Statuen damit zu tun, dass du mich unterschätzt? Verstehst du es nicht? Sie haben alle diese Prüfung bestritten. Diese Statuen sind alles, was übrig bleibt, wenn einem Pokémon die Lebensenergie entzogen wird. Ich sah noch einmal in die Ecke. So viele und so mächtige Pokémon waren bereits gescheitert. Was war, wenn ich wirklich keine Chance hatte, diese Prüfung zu bestehen? Wenn die anderen mich angelogen hatten, um mich ins Verderben zu stürzen? Doch andererseits ergab das keinen Sinn. Sie stehen offensichtlich erst seit sie in dieser Welt ankamen, auf der Seite der dunklen Macht. Doch Latios hatte mir bereits vorher von meiner Rolle als Auserwählter erzählt. Außerdem haben sie ja ausdrücklich davon gesprochen, dass ich diese Prüfung nicht bestreiten dürfte und das musste einen Grund haben. Ich wusste, ich war vielleicht nicht so mächtig wie diese Pokémon dort, doch ich hatte eine besondere Macht in mir, die sie übertraf. Ich musste die Prüfung bestreiten und meine Freunde, die nicht mehr unter uns weilen, rächen. Sie waren zu schwach. Ich werde deine Prüfung angehen und bestehen. Und das Pokémon sah mich erneut verwundert an, doch dieses Mal brach es nicht in Gelächter aus. Du meinst das wirklich ernst? Also dein Selbstbewusstsein muss man dir lassen, Kleiner. Oder es ist einfach nur Torheit. Aber gut, wenn du darauf bestehst, dann werde ich, Yveltal, dich deiner ersten Prüfung unterziehen. Bevor ich irgendetwas tun konnte, flog er hoch in die Lüfte und schoss einen Strahl auf mich hinab. Ich schloss meine Augen und als ich sie wieder öffnete, befand ich mich in einer seltsamen, kargen Welt. Ich hörte Yveltals Stimme. Du befindest dich nun am Ort der Prüfung. In meiner Welt bist du nun eine Statue wie alle anderen Pokémon. Du besitzt keine Lebenskraft mehr und bist somit ins Void gelangt. Deine Prüfung ist es, dieses wieder Leben zu verlassen, anders als deine Vorgänger. Du wirst es sowieso nicht schaffen, also viel Spaß in den letzten Stunden deines Lebens. Dann war seine Stimme weg. Ich befand mich nun in einer kargen Gegend mit vielen Felsen, mit dem Ziel, sie irgendwie wieder zu verlassen. Ich hielt es für das Schlauste, einfach dem Weg zu folgen. Irgendwann musste es mich zu einem Ausgang führen, doch bevor ich losging, warf ich einen Blick hinter mich, was ein Fehler war. Dort lagen Skelette. Ich erkannte ein Glurak und ein Gewaldro, die Yveltal mir als Statuen gezeigt hatte. Sie waren wirklich gescheitert. Ich wusste nicht, was mich in dieser Gegend erwarten würde, doch ich rechnete mit dem Schlimmsten. Ich folgte dem Weg in eine kleine Höhle. In ihr befand sich überhaupt nichts. Doch ich hörte Stimmen. Sie wirkten wie Echos, die von den Wänden abprallten. Ich musste genauer hinhören, um zu verstehen, was sie sagten. Er darf diese Prüfung auf keinen Fall bestreiten. In dieser Welt gilt das Recht des Stärkeren und ich bin kein Narr. Ich schließe mich dem Stärkeren an. Viel Spaß noch beim Sterben. Wir sehen uns bestimmt irgendwann in der Hölle wieder. Das Ganze muss einfach wie ein Unfall aussehen. Du bist schuld an allem. Dass ihr Versager seid, weiß ich bereits. All diese Sätze waren mir bekannt. So viele bekannte Stimmen, die mir aufs Neue klar machten, wie viele Fehler ich in meinem Leben begangen hatte. Es gesellten sich mit der Zeit jedoch auch Geräusche und Stimmen dazu,
die von außerhalb der Höhle zu kommen schien. Ich wollte nachsehen, was es war. Ich hatte die Hoffnung, dass es ein Überlebender sein könnte, der mir helfen konnte, aus dieser Welt zu entkommen. Und deswegen versuchte ich, die Stimmen zu ignorieren, auch wenn all die Sätze weiterhin in meinem Kopf herumschwirrten. Ich trat aus der Höhle und konnte nicht fassen, was sich dort abspielte. Ich sah zwei bekannte Gesichter. Dort vor der Höhle standen Nick Schrosma und Bisa Sam. Sie schienen nichts von meiner Anwesenheit mitzubekommen. Es spielte sich eine mir zu bekannte Szene vor mir ab. Ein Kristall schoss aus dem Boden, direkt in Bisa Sams Herz. Er ging zu Boden. Ich konnte schwer atmen, geschweige denn mich bewegen. Die Situation einmal zu erleben, war viel zu viel für mich gewesen. Doch ein zweites Mal, Nick Schrosma verschwand im Boden und der schwer verletzte Bisa Sam begann mit mir zu reden. Doch dieses Mal sagte er etwas anderes als letztes Mal. Floink, warum hast du mich nicht gerettet? Er hörte sich nicht schwach an, nicht wie das letzte Mal, doch ich hingegen bekam kein Wort heraus. Jedoch lag das nicht an meinem Schock, meinem Frust oder was sonstigen. Ich schaffte es einfach nicht. Irgendetwas hielt mich davon ab. Nach allem, was ich für dich getan habe. Ich war immer da, als du Hilfe gebraucht hast. Und ich kann mich nicht einmal auf dich verlassen, wenn es um mein Leben geht. Ich wollte antworten, sagen, dass alles gelogen war. Es geschah alles einfach so plötzlich. Ich hätte etwas getan, wenn ich die Zeit dazu gehabt hätte. Doch ich konnte nicht reden und Bisa Sam sprach weiter. Ich versuchte zu fliehen, doch auch das ging nicht. Nach einiger Zeit hatte ich die Hoffnung, es wäre vorbei. Bisa Sam redete leiser und leiser, bis er schließlich verstummte und regungslos auf dem Boden lag. Ich war immer noch schockiert von der Szene, deshalb entschied ich mich, zu versuchen, es zu vergessen und weiterzugehen. Ich konnte inzwischen wieder reden und laufen und trat voran. Als ich schon beinahe aus der Sichtweite kam, hatte ich das Gefühl, etwas würde sich bei dem Bisa Sam hinter mir abspielen. Als ich mich umdrehte, war dort nichts. Nichts Neues, keine Pokémon und kein Bisa Sam. Ich bekam eine Gänsehaut und versuchte zu rennen. Doch nach wenigen Metern schoss etwas vor mir aus dem Boden. Es waren Nick Schrosma und ein Bisa Sam. Das Bisa Sam sah schwarz und unförmig aus. Die grell rot leuchtenden Augen und der zerfetzte Körper erheiterten den Anblick nicht gerade. In dieser Welt gilt das Recht des Stärkeren. Du wirst es bereuen, mich im Stich gelassen zu haben. Im nächsten Moment griffen mich die beiden Pokémon an. Um mich herum war alles dunkel. Ich versuchte all das zu verstehen, was passierte. Warum sah Bisa Sam mich als Verräter? Hatte er auch all diese Stimmen gehört, die von meinen Fehlern zeugten? War ich wirklich so ein schlimmes Pokémon? Mein Kopf begann zu kreisen. Ich sah seltsame Formen um mich herum. Mir war schwindelig. Doch auf einmal verstand ich. Mein Kopf hörte auf zu schmerzen. Die Finsternis um mich herum wurde heller. Es ist alles nur eine Illusion. Das Void versucht, die Pokémon um ihren Verstand zu bringen. Bisa Sam hat selber gesagt, er sei einfach nur dankbar gewesen. Für alles. Und jetzt darf ich mich nicht von solchen Tricks hereinlegen lassen. Ich muss ihn rächen. Und Zoroark. Und mich selber. Im nächsten Moment hörte ich Stein zerbröseln. Ich fand mich wieder in Yveltals persönlicher Opfersammlung. Er selber war ebenfalls noch im Raum und zuckte zusammen, als er das Bröseln hörte. Um mich herum lagen Steinsplitter. Ich hatte es geschafft, aus dem Void zu entkommen. Yveltal sah zu mir. Was? Du hast dich befreit? Du... Mit einem Mal änderte sich sein Gesichtsausdruck von erstaunt zu erzürnt. Noch niemand hat seine persönliche Hölle je lebend verlassen. Sie alle waren zu schwach. Du kannst nicht der einzig Wahre sein. Ich werde das nicht akzeptieren. Beweise mir deine Macht. Höchstpersönlich. Mit diesen Worten griff Yveltal, Wächter eines Splitters der dunklen Macht, ein legendäres Wesen der dunklen Welt, mich an. Die Prüfung war noch nicht zu Ende. Der Kampf war nicht so ungleich, wie er auf den ersten Blick schien. Trotz dessen, dass Yveltal solch eine Macht besaß, kam ich gut gegen ihn an, da ihm seine Macht, Lebenskraft zu stehlen, nichts gegen mich half. Ich hatte das Void überwältigt, somit
hatte es keine Wirkung mehr auf mich. Zudem war der Raum für so ein riesiges Pokémon wie ihn zu klein zum Ausweichen. Dies waren aber auch die einzigen Punkte, die in diesem Kampf für mich sprachen. Trotz seines Mangels seiner besonderen Fähigkeit hatte er die Macht des Unlichts auf seiner Seite und konnte tückisch und plötzlich zum Angriff ansetzen. Ich selber musste erst einmal genau lernen, was für Attacken ich überhaupt beherrschte, da ich zuvor, seit ich denken kann, noch nie wirklich gekämpft habe. Es verlief trotzdem besser, als ich dachte, was wohl daran lag, dass ich aus den wenigen Minuten der Schlacht gegen Ultra Necrozma zumindest ein wenig Kampferfahrung mitgenommen hatte. Yveltal schien nicht wirklich zu wissen, was er tun sollte, jedoch war er fest entschlossen, mich zu besiegen. Er konnte und wollte nicht akzeptieren, dass ich der Auserwählte sein sollte. Ich selber glaubte inzwischen an mich und daran, dass ich es schaffen könnte, trotz dessen, dass ich anfangs dasselbe dachte wie Yveltal. Ich agierte ausschließlich mit meinem Flammenwurf, da alles andere nicht in solche Höhen angreifen konnte, wie die, in der sich Yveltal befand. Der Kampf schien ewig zu verlaufen und nichts geschah. Doch Yveltal schien dies genauso zu empfinden und wollte dem Ganzen ein Ende setzen. »Es reicht! Ich habe genug mit dir lächerlichem Wesen gespielt!« Der ganze Raum wurde finster, doch in Yveltals Richtung konnte ich ein lilanes Schimmern erkennen. Es wurde größer und größer. Es war beinahe zu spät, als ich realisierte, was er da tat. Es war wie eine Schockreaktion, dass ich direkt vor mich zuschlug, doch ich traf exakt die Energiekugel, die Yveltal auf mich geschleudert hatte, und schoss sie zurück. Ich hörte einen dumpfen Knall, als Yveltal auf den Boden krachte, dann wurde der Raum wieder hell. »Also, wirklich? Du bist der Auserwählte. Es tut mir leid, dass ich dich nicht akzeptieren wollte, Meister.« Vor mir entstand ein Strudel aus dunkler Materie, mitten in der Luft. Er verdichtete sich weiter und weiter, bis ein Splitter der dunklen Macht vor mir schwebte. Ich wollte es aufsammeln, ihn aufsammeln, doch ich konnte es nicht. Er flog direkt in meinen Körper hinein und ich spürte eine unglaubliche Macht, eine schreckliche Macht. Es war die dunkle Macht, wie ich sie kannte. Doch außer einem kurzen Moment, der sich anfühlte wie ein Adrenalinschub, geschah nichts. Yveltal hatte aufgehört, sich zu bewegen. Somit verließ ich den finsteren Riss.